Der Wismarer Förderverein Musik in der Kirche e.V. lud in die Nikolaikirche zum ersten Konzert in diesem Jahr ein. Mit Corona-bedingter, reduzierter Besucherzahl waren die Karten schnell ausverkauft. Viele Besucher der Stadt und Bürger von Wismar nahmen das erste Konzert dankend an. Das ist für mich persönlich sehr wichtig und ich liebe auch Musik in der Kirche, also diesen Verein, der das heute veranstaltet. Und ich glaube, wir sind alle sehr froh, dass es jetzt wieder losgeht. Und wir waren erstaunt, dass hier schon ein Konzert überhaupt stattfindet. Wir kommen ja aus dem Ruhrgebiet und sind hier nach Wismar einen Ausflug gemacht. Und das ist jetzt unser Höhepunkt und der Abschluss unseres Urlaubs hier jetzt. Zu Gast waren Alma de Arrabal. Wilde Tango-Poesie mit ein wenig Weltmusik wurde vorgetragen. Die Leipziger hatten ebenfalls ihr erstes Konzert nach der Krise zu absolvieren. Weil wir Spaß haben zu spielen und weil wir uns sehr darüber freuen, dass wir endlich mal wieder auftreten dürfen. Das ist für uns vor allem gerade jetzt in diesen schwierigen Corona-Zeiten das Allerwichtigste, dass es endlich wieder losgeht. Die Besucher freuen sich auf Live-Erlebnisse. Nur der Bildschirm oder die Tonkonserve erfüllen das Erleben, die Interaktion eben doch nicht. Also ich fand die Idee gut. Ich habe auch ein bisschen was geguckt, aber es ist natürlich nicht dasselbe. Ohne persönliche Erfahrung so kann man solche Sachen nicht so gut erleben. Und manchmal muss man in normaler, analoger Form alles machen. Konzerte zu streamen ist als Perspektive und vor allem als Ersatz für live gegebene Konzerte absoluter Unsinn. Jedoch sollte man die Nutzung der neuen Medien nicht unterschätzen. Sie waren für den Musikgenuss zwar kein Ersatz, aber eine echte Hilfe. Mit dem Streaming, ich sehe das so ein bisschen unterschiedlich. Also es gibt einerseits gibt es Ideen, wo man mit dem Streaming wirklich viel erreichen kann. Also ich unterrichte relativ viel, gebe viele Workshops. In solchen Sachen ist es sehr, sehr gut und verkaufsfördernd, zum Beispiel für Lehrbücher. Das merke ich persönlich dann auch wirklich dann an meinem Umsatz. Das ist eine ganz gute Angelegenheit. Mit diesem Konzert wurde die Mittwochskonzertreihe des Fördervereins wieder in den Gang gebracht. Der Verein Musik in der Kirche e.V. fährt damit zwar noch keine Gewinne ein, hält aber das eingeschränkte kulturelle Angebot in der Stadt mit am Laufen. In der Besetzung Gesang, Akkordeon, Kontrabass und Cajon verbindet die vier Musiker vor allem die geheimnisvolle Affinität für Geschichten und aufregenden Tango. Für alle Besucher war es eine musikalische Reise nach Südamerika, entspannende Klänge in dem spätgotischen Gotteshaus. Musik und Kirche passen so wunderbar zusammen. Du wirst schon sehen, es Nacht wird in deiner Einsamkeit. Dann komme ich über den Rand deines Betttuches mit einem Gedicht.